diesem Video geht es um den Galaxis Pyrotech Composer. Das ist die Software für den PC von Galaxis, mit der man Musikfeuerwerke schreiben kann und dann die Musikfeuerwerke auch übertragen kann mit Funkmodem auf die verschiedenen Geräte, um das Ganze dann zu schießen. Ich werde bei diesem Video in erster Linie direkt vom Bildschirm abfilmen, beziehungsweise direkt vom Bildschirm aufnehmen. Insofern werdet ihr mich gar nicht so viel sehen. Für den Beginn allerdings seht ihr mich noch einmal kurz, denn eine Geschichte würde ich euch gerne noch zeigen. Ihr braucht, um diese Software verwenden zu können, einen Dongle. Das ist so ein Kopierschutzding. Ohne Dongle funktioniert es nicht. Das heißt also, wenn ihr euch die Software kauft, kriegt ihr diesen Dongle mit dazu geliefert. Auf diesen Dongle solltet ihr wirklich gut aufpassen, denn wenn der weg ist, das kostet natürlich viel Geld. Ja, würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Ich möchte euch zunächst einmal eine kleine Übersicht geben, was ihr hier im Composer grob wo seht. Der Bereich hier oben, das ist die Datenbank. Das heißt, alles, was ihr im Bunker habt, was ihr irgendwo sonst im Lager habt, das tragt ihr dort ein an Effektmaterial. Und diese Effekte könnt ihr anschließend dann zu einem Skript verarbeiten. Das Skript selber ist hier in dem mittleren Bereich dargestellt. Das heißt, hier seht ihr letztendlich der Reihe nach die ganzen Zündkanäle. Ihr seht später dann auch, in welchem Winkel die Effekte abgeschossen werden. Beziehungsweise ihr könnt das selber festlegen, natürlich auch, auf welchem Empfänger sie sind, an welcher Position sie sind und so weiter. Wie das alles funktioniert, kommt später. Hier nur erstmal die Übersicht. Der Bereich unten drunter dann hier, das ist die sogenannte Visualisierung. Das Ganze könnt ihr euch vorstellen, also die Zeit läuft sozusagen hier entlang. Eins drunter ist übrigens die Wave-Datei, zu der kommen wir gleich noch. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel so einen grauen Bereich seht, dann ist das in dem Fall die Vorbrennzeit oder die Aufstiegszeit, zum Beispiel bei einer Kugelbombe. Das heißt, hier wäre die eigentliche Zündung und ab hier wird der Effekt dann sichtbar. Das ist die Brenndauer und hier ist der Effekt wieder verloschen. Gibt also dann recht kurze Effekte, längere Effekte und so weiter. Auch das erkläre ich nachher nochmal ein bisschen genauer. Hier seht ihr grafisch aufbereitet die Wave-Datei. Letztendlich, je weiter das Ganze ausschlägt, desto lauter ist das Ganze. Und was ihr hier momentan seht, ist nur ein Teil der Wave-Datei, und zwar genau dieser kleine Ausschnitt hier. Hier unten in der schmalen Leiste, da seht ihr auf jeden Fall immer die komplette Wave-Datei. Man kann da also rein- und rauszoomen. Dazu kommen wir auch dann gleich später. Ganz hier unten gibt es noch so ein paar ganz gute Buttons und ein paar Informationen, genauso wie es hier oben natürlich auch noch so ein paar Schnellzugriff-Buttons gibt und diverse Menüpunkte. Aber das alles erkläre ich nachher. Ich wollte jetzt nur erstmal so ganz grob die Bildschirmbereiche definieren, dass ihr wisst, was wo ist. Und jetzt mache ich den Composer nochmal zu, mache ihn nochmal auf und dann werden wir uns das Ganze erstmal leer anschauen und Stück für Stück einzelne Schritte durchgehen. Ich habe den Composer nochmal komplett zugemacht und ich habe auch den Dongle abgezogen, denn ich möchte euch zunächst einmal zeigen, was passiert, wenn ihr versucht, den Composer zu öffnen, ohne dass der Dongle dran ist. Ich mache hier einmal einen Doppelklick drauf und er sagt mir jetzt hier schon, dass der Kopierschutz nicht gefunden wurde. Wenn ich jetzt hier auf OK klicke, trotz alledem, dann führt das dazu, dass der Composer zwar aufgeht, aber dass wesentliche Funktionen gesperrt sind. Insofern, ihr solltet auf jeden Fall von Anfang an immer den Dongle dran haben. Ich stecke den Dongle jetzt auch ein und danach drücke ich auf OK. Es kommt so ein kleines Startfenster. Ich kann hier die Sprache auswählen, der ich mit dem Composer arbeiten möchte. Ich sehe hier oben die Softwareversion und dann kann ich auf OK klicken und es geht auch schon los. Jetzt habe ich hier zunächst einmal einen sehr leeren Composer, denn alles, was man so einstellen kann, alles, was man öffnen kann, ist noch zu. Die Datenbank ist leer. Hier habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich erstelle mir von Grund auf eine komplett neue Datenbank oder ich habe vielleicht auch schon eine im System. Dann kann ich mit dieser Datenbank natürlich auch weiterarbeiten, kann mir die reinladen. Genau das gleiche ist es auch beim Skript. Auch hier habe ich die Möglichkeit, entweder ein neues Skript zu laden, also ein neues Skript zu erstellen oder eben ein vorhandenes Skript zu laden, was ich dann entsprechend erweitern und verändern kann. Hier unten kommt dann die Wave-Datei rein und damit fangen wir jetzt auch an. Ganz wichtig, es muss eine Wave-Datei sein und keine MP3, denn der Composer funktioniert nur mit Wave-Dateien und zwar nicht mit jeder Wave-Datei, sondern auch nur mit Wave-Dateien mit 44,1 kHz. Das macht die Sache nicht einfacher, denn wenn ich vom Kunden irgendwie, was weiß ich, eine MP3 oder sowas als Feuerwerksmusik kriege, dann muss ich eben die Musik selber erstmal resamplen, sprich ich muss da eine Wave-Datei mit 44,1 kHz draus machen.
Das kann der Composer selber nicht, aber es gibt diverse andere Software auf dem Markt, zum Beispiel Goldwave. Das ist die Software, mit der ich normalerweise meine Musikvorwerke schneide. Ich habe hier momentan eine MP3 geöffnet und diese MP3, die möchte ich jetzt zunächst einmal resamplen, sprich einstellen auf 44,1 Kilohertz und danach werde ich sie speichern als Wave-Datei. Das funktioniert beim Goldwave folgendermaßen. Es gibt hier oben in der Menüleiste Effekt. Es geht ein Dropdown-Menü auf und ich gehe hier unten auf den letzten Punkt, nämlich Resample. Und jetzt sehe ich hier die Kilohertz-Rate. Momentan ist sie auf 48 eingestellt und ich wähle mir jetzt hier 44,1. Das ist die richtige. Okay. Das Ganze ist entsprechend jetzt resampled worden und jetzt habe ich hier also 44,1. Danach dann auch wichtig, Save As, also Speichern unter. Und diesmal machen wir daraus Schulungsmusik in Wave. Speichern. So, fertig. Wir gehen zurück zum Composer. Um jetzt hier im Composer meine Wave-Datei zu öffnen, gehe ich hier oben auf Datei, wähle dann den Menüpunkt Wave-Datei öffnen, wähle mir die entsprechende Datei, öffnen. Jetzt fragt er mich zunächst einmal, welche Tonspur möchtest du denn benutzen für die Visualisierung? Also sprich, um das Ganze entsprechend grafisch darzustellen, möchtest du den linken Kanal oder den rechten Kanal oder beide Kanäle? Bei einer in Stereo aufgenommenen Datei würde ich beide Kanäle nehmen, es sei denn, ihr habt jetzt zum Beispiel auf links eine Wave-Timecode-Datei benutzt, gemacht oder ähnliches. Das ist was, das habe ich übrigens auch schon erklärt im Video zum Audioempfänger. In dem Fall nehme ich jetzt hier einfach mal beide. Er rechnet kurz und dann erscheint hier unten gleich die Wave-Datei. So, hier haben wir sie grafisch dargestellt und es gibt jetzt hier Bereiche, da geht die Wave-Datei quasi bis ganz an den Rand des Sichtfelds. Das heißt, also hier ist es besonders laut und das ist dann eventuell nicht sehr schön dargestellt. Und um das optimaler zu sehen, hier zum Beispiel auch, gibt es die Möglichkeit hier mit diesen beiden Symbolen, das ist quasi so eine etwas flachere Wellenlinie und eine etwas ausgeprägtere Wellenlinie, das Ganze größer oder kleiner zu machen. Dadurch wird das Ganze nicht lauter oder leiser, es wird nur anders dargestellt. Wenn ich jetzt also mal in die eine Richtung gehe, ich mache es mal extrem, dann seht ihr mal, also jetzt wäre relativ schlecht zu sehen, wo sind denn da die Peaks, wo ist es besonders laut. In die andere Richtung wird es entsprechend besser ersichtlich. Also so würde ich sagen, ist die Wave-Datei jetzt ziemlich gut dargestellt. Hier kann ich also jetzt optimal sehen, wo eine laute Stelle ist. Gut, als nächstes muss ich eventuell auch nochmal reinzoomen. Was ich hier unten in dem schmalen Fenster seht, ist immer die komplette Wave-Datei. Das verändert sich auch nicht. Ihr seht hier immer das komplette Musikstück von Anfang bis Ende. Hier oben seht ihr momentan noch das Gleiche, aber hier oben habt ihr die Möglichkeit reinzuzoomen. Und dafür gibt es zwei Lupensymbole, nämlich einmal hier die zwei und hier nochmal zwei. Hier seht ihr Plus, Minus in dick, dickes Plus, dickes Minus und hier das Ganze in dünn. Wenn ich dünn reinzoome, dann zoome ich immer nur so ein Stückchen rein. Wenn ich dick reinzoome, dann zoome ich wirklich maximal rein, so weit wie es geht. Da drücke ich jetzt für den Moment mal drauf. Und jetzt seht ihr hier so ein kleines Kästchen. Das, was ihr hier unten in dem Kästchen seht, ist das, was ihr hier oben auf der ganzen Breite seht. Dieses Kästchen hier, das kann ich übrigens mit den Pfeiltasten auch verschieben und zwar nicht um eine ganze Länge, sondern jeweils so um die Hälfte. Sieht man jetzt hier, glaube ich, ganz gut, wie sie es entsprechend weiter bewegt. Und ja, das war jetzt also hier maximal reinzoomen bzw. maximal rauszoomen, dass man wieder die komplette Datei sieht. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit diesen anderen beiden Lupen zu arbeiten. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze so Stück für Stück zu erweitern. Ihr seht jetzt hier gerade, wenn ich da ein paar Mal draufklicke, das Feld wird immer größer und gleichzeitig wird im oberen Feld ist sozusagen immer mehr abgebildet. Also hier kann ich dementsprechend Stück für Stück zoomen oder hier halt voll rein. Ja. Die Sachen, die hier sonst noch so sind, ich kann hier die Lautstärke entsprechend anpassen. Ich kann hier auch bestimmen, ob ich die linke oder die rechte Box hören möchte oder halt in der Mitte beide. Und um die Musik abzuspielen, da habe ich hier zum einen die Möglichkeit, mit Play, Pause und Stopp zu arbeiten. Also Stopp komme ich mit der Uhr wieder auf Null.
Wenn ich irgendwo reinklicke mit der linken Maustaste, bleibt es an der Stelle stehen. Das heißt, ich bin sozusagen jetzt an die Stelle einer Pause gesprungen und dementsprechend ändert sich dann hier unten auch die Zeit. Ich sehe also, wo ich jeweils gerade bin. Ja, ich habe aber auch noch die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste an eine Stelle zu klicken und dann fängt er an dieser Stelle die Musik abzuspielen. Jetzt habe ich gerade eben schon beim Videoaufnehmen gemerkt, ich darf immer nicht reden, wenn ich Musik laufen lasse. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal kurz laufen, um es euch zu zeigen. Danach rede ich erst weiter. Ja, da sieht man also, dieser rote Strich hier läuft also immer von links nach rechts durchs Bild. Und wenn er hier am Ende des Fensters angekommen ist, dann passiert Folgendes. Der Strich hupft wieder an den Anfang und gleichzeitig wird der Bereich, der angezeigt wird, ein Stück darüber springen. Ich zeige euch das mal. An der Stelle hier starten wir. Ich lasse es gleich laufen und dann werdet ihr sehen, wie das gleich passiert, dass es hier unten eins rüberhupft und der Pfeil, beziehungsweise der Strich hier wieder ankommt. Ich denke mal, das ist soweit klar und jetzt würde ich euch noch eine ganz besondere Funktion zeigen. Manchmal ist es erforderlich, dass man sich so einen kurzen Teil des Musikstücks immer wieder anhört, um zum Beispiel rauszufinden, wo genau möchte ich jetzt den Cue setzen. Und auch das ist ganz gut möglich, indem ich hier mit der linken Maustaste an eine bestimmte Stelle gehe, dann die Maus gedrückt halte und nach rechts ziehe. Dem und wo ich jetzt loslasse, wird dieser Bereich dann quasi in Endlosschleife abgespielt. Das mache ich jetzt mal kurz. Wieder links klicken und das Ganze ist wieder vorbei. Das ist akustisch gesehen eine recht nervige Version, aber es ist ein Tool, was auf jeden Fall euch gut helfen wird, wenn ihr eine Cue grafisch nicht so einfach sehen könnt, sondern wirklich durch Hören rausfinden müsst, wo genau möchte ich den setzen. Dann nutze ich diese Funktion eigentlich sehr gerne. Das war jetzt erstmal so das Wichtigste zum Thema Wave-Datei. Als nächstes würde ich mich gerne kurz erstmal mit dem Skript beschäftigen. Genauer gesagt, ich würde euch erstmal zeigen, wie man sozusagen so eine Art Abbrennplatz anlegt. Ihr werdet euch vermutlich, wenn ihr Musikfeuerwerk schreibt, im Vorfeld Gedanken machen, wo möchtet ihr Positionen für Effekte haben, wo möchtet ihr auch Funkempfänger einsetzen, welchen Funkempfänger an welcher Stelle, beziehungsweise wo wollt ihr eventuell auch G-Flames ansetzen. Und ich würde euch empfehlen, zu Beginn der ganzen Planungen als allererstes mal euren Abbrennplatz sozusagen anzulegen, sprich zu bestimmen, wie viele Geräte euch zur Verfügung stehen, beziehungsweise wie viele ihr einsetzen wollt. Dazu geht ihr hier oben auf Skript. Und dann gibt es hier eine Funktion, die heißt Positions- und Geräteverteilung. Da klicke ich einmal drauf. Und jetzt geht hier ein Fenster auf. Da habe ich hier zunächst einmal orange markiert diverse Positionen, denen ich jetzt auch Namen geben kann. Nehmen wir an, ich habe in der Show 5 G-Flames. Dann nenne ich die jetzt zum Beispiel G-Flame 1, G-Flame 2 und so weiter. Hier habe ich jetzt also 5 G-Flames angelegt und jetzt brauche ich aber noch ein paar weitere Geräte für meine Show, denn ich habe auch noch, sagen wir mal, an der Bühnenvorderkante drei Positionen, also Bühne links, Mitte rechts. Jetzt habe ich auch noch zum Beispiel eine Traverse, wo Wasserfall, Falling Stars und sowas dranhängen. Und hinter der Bühne habe ich auch nochmal drei Positionen mit Großfeuerwerksbomben. So, das habe ich jetzt auch angelegt. Und jetzt als letztes werde ich hier noch eine Position anlegen. Die nenne ich FOH. Am FOH, da steht nämlich mein Audioplayer, mit dem ich dann meine Show gleich ansteuern werde, beziehungsweise mit dem ich die Musik synchron abspielen werde. Die nächste Spalte hier, die graue, die kann ich nicht selber ausfüllen. Das wird später automatisch gemacht. Aber die übernächste Spalte, die weiße hier, da kann ich jetzt Gerätenummern vergeben und logischerweise macht man das eigentlich immer so der Reihe nach. Jetzt habe ich hier meine Gerätenummern von 1 bis 13 vergeben und als nächstes muss ich hier noch festlegen, was sind das für Gerätetypen. In dem Fall habe ich ja hier gesagt, das sind G-Flames, also ist der Gerätetyp hier natürlich auch G-Flame.
An der Bühne links, rechts und Mitte, da habe ich jeweils eine Matrix 50, also eine PFE Advanced mit Matrix 50. Auf der Traverse habe ich eine Matrix 100, sagen wir mal. Und bei den Bomben, da habe ich auch jeweils Matrix 100. Zu guter Letzt haben wir noch den FOH und am FOH, wir haben es vorhin schon erwähnt, da steht ein Audioplayer, um das Ganze anzusteuern. So, jetzt sehe ich hier momentan in der Show verwendet ein Audio, 3 PFE mit Matrix 50, 4 PFE mit Matrix 100 und 5 G-Flames. Es ist natürlich auch möglich, dass ich zum Beispiel an der Position Bombenmitte sage, ich brauche da mehr als einen Empfänger. Dann könnte ich jetzt hier also auch noch für das nächste Gerät nochmal sagen, ich stelle jetzt hier noch das Gerät 14 mit dazu und das ist auch nochmal eine Matrix 100. Das heißt, an dieser Position hier Bombenmitte gibt es jetzt zwei Empfänger, das heißt, hier stehen mir sogar 200 Outputs zur Verfügung. Das ist ja erstmal so die Grundgeschichte, dass ich hier mir meinen Abrennplatz vorbereitet habe. Als nächstes schauen wir uns an, wie man eine Datenbank erstellt. Dazu gehen wir wieder auf Datei und es gibt hier zunächst einmal die Option Datenbank öffnen, wenn ich schon eine Datenbank hätte, mit der ich arbeiten will, oder Datenbank erstellen. In diesem Fall möchte ich jetzt eine komplett neue Datenbank mit euch bauen. Und er fragt mich jetzt, magst du mit einer leeren Datenbank arbeiten oder möchtest du so ein paar Beispiele haben, wie man es ausfüllt? In dem Fall machen wir ruhig eine leere. Ihr könnt es dann, wenn ihr es selber macht, ruhig mit Beispielen machen, dass ihr es nochmal sieht. Aber ich mache es jetzt hier direkt von vorne mit euch. So, jetzt haben wir hier nur einen einzigen Effekt in der Datenbank, nämlich Music Scan. Was das ist, dazu komme ich später. Jetzt zeige ich euch zunächst einmal, wie man in der Datenbank Effekte anlegt. Und dafür wechsle ich mit den Funktionstasten auf die F9 und sehe jetzt ausschließlich das Datenbankfeld. Hier werden gleich noch mehr Datensätze erscheinen, momentan nur einer. Und hier unten ist die Eingabemaske. Als erstes gehe ich mal hier eins nach drüben auf ein leeres Feld und wähle mir hier in der Datenbank Datensatz erstellen. Die Felder werden aktiv. Und hier kann ich jetzt eben verschiedene Sachen reingeben. Nochmal ganz kurz, dass ihr mal seht, was passiert, wenn ich auf ein bereits vorhandenes Datenbankfeld, also in dem Fall auf Music Scan, versuche, was Neues draufzuschreiben. Dann sagt er mir, an dieser Stelle gibt es bereits einen Effekt. Möchtest du zum nächsten leeren Fenster wechseln? Ja, möchte ich. Also jetzt macht er mir quasi wieder hier einen leeren Datensatz auf. Gut, und jetzt kann ich hier verschiedene Sachen reinspeichern. Zunächst einmal, ich kann mir hier einen Typ auswählen, wenn ich da draufklicke. Dann habe ich jetzt hier verschiedene Typen zur Auswahl, zum Beispiel römische Lichter, Single-Shot-Kometen, Single-Shot-Feuertöpfe, Kugelbomben, Zylinderbomben, Mine Shell, Cakeboxen, Vulkane, Fontänen, Bengalen, Multiflashbrenner, sprich Strobes, Flammen. Also entweder Bühnenflammen oder zum Beispiel auch G-Flames tue ich darunter vermerken. Bühnenblitze, Raketen, Wasserfälle, Funkenwasserfälle, Lichterbilder, Sonnenräder, steigende Kronen, Konfettikanonen, Line Rockets sowie Modularcakes, also One-Row-Cakes, je nachdem, bei welchem Hersteller man sie kauft, heißen die immer ein bisschen anders. Zum Beispiel welche, die von einer Richtung zur anderen laufen oder die von der Mitte nach außen laufen oder welche, die komplett gleichzeitig schießen, etc. Ich kann mir natürlich hier auch noch eigene Effektgruppen anlegen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem G-Flame Flammen-Cue. Dazu wähle ich mir jetzt hier Flame. Und jetzt muss ich den Artikel ja irgendwie einen Namen geben und den nenne ich jetzt zum Beispiel mal G-Flame 0,1 Sekunden. Also ein ganz kurzer Flammenstoß, 0,1 Sekunde Ventilöffnungszeit. Weiter beschreiben muss ich das nicht. Kaliber gibt es in dem Fall hier auch nicht. Aber eine Lagermenge sollte ich angeben. Da kann man sich jetzt zum Beispiel nach der vorhandenen Gasmenge richten. Also nehmen wir mal an, ich arbeite mit Power-Upgrades und Flüssiggasdüse, Flüssigphasendüse. Dann hätte ich circa so 20 Sekunden bei 15 Grad. Das wären also 200 Feuerpilze a 0,1 Sekunde. Wenn ich jetzt fünf Geräte habe, dann sind das also 1000 Feuerpilze, die ich zur Verfügung habe. So ein Magnetventil, das braucht einen kleinen Moment.
bis es quasi geschaltet hat, das Gas dann auch ausgetreten ist. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt hier mal so 0,1 Sekunde als Delay-Zeit angeben. Bei einer Kugelbombe zum Beispiel würde ich hier die Steigzeit angeben. Und jetzt habe ich hier dreimal dasselbe Feld, nämlich jeweils Effekt 1, Farbe 1, Dauer 1, das Ganze mit der 2 und der 3. In dem Fall jetzt bei einer G-Flame werde ich nur das erste Feld verwenden, weil eine G-Flame verändert sich ja nicht wirklich. Das heißt, die geht einmal an und zwar mit einer gelben Flamme. Also ich lasse mir das jetzt hier gelb darstellen. Und ja, Effekt könnte ich jetzt hier auch noch was reinschreiben, wie zum Beispiel irgendwie Peony oder sowas, wenn ich jetzt von Kugelbomben ausgehe. Aber in dem Fall bei einer Gasflamme lasse ich das Feld einfach leer. Und die Dauer haben wir vorhin schon festgelegt, 0,1 Sekunde. Das heißt, Ventilöffnungszeit 0,1. Hier bitte nicht mehr Sekunden oder sowas eingeben. Geht, glaube ich, auch gar nicht. Ja, doch geht, aber einfach nur Zahlen, eventuell mit Kommastellen. Gut. Und damit habe ich diesen Datensatz eigentlich auch schon im Großen und Ganzen fertig. Bei einer Batterie könnte ich hier noch angeben, die Schüsse, ob das Ganze nur Indoor, nur Outdoor verwendet werden soll, Steighöhe, Durchmesser. Auf der zweiten Seite auch noch Sicherheitsabstände etc. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns gleich nochmal bei den nächsten Effekten an. Gut, ich gehe einfach auf den nächsten Datensatz. Das ist wieder ein leerer, beziehungsweise davor hat man noch einen, aber den lasse ich jetzt weg. Datensatz erstellen. Ich mache jetzt auch nochmal vielleicht was anderes. Dieses Mal wählen wir uns vielleicht einfach mal eine Fontäne. Das ist eine Bühnenfontäne, zum Beispiel Le Maître 20 mal 20, also 20 Sekunden 20 Fuß. Beschreibung kann ich jetzt noch reinschreiben. Keine Ahnung. Sehr schöner Effekt. Ist ja letztendlich völlig wurscht. Also kann ich natürlich auch sinnvolle Sachen wie reinschreiben, wie zum Beispiel irgendwie Achtung, Heuleffekt, was auch immer. Kaliber von der Fontäne macht jetzt hier auch noch keinen Sinn, aber ich kann mal eins angeben. Die Fontäne, die hat, sagen wir mal, 15 mm Durchmesser. Lagermenge davon habe ich noch 25 Stück auf Lager. Und die Verzögerung von so einer Fontäne zwischen Zündung und bis es losgeht, gebe ich mal an mit 0,2 Sekunden. Die Fontäne möchte ich dargestellt haben in Silber. Und sie sprüht für 20 Sekunden. So, ich mache noch einen dritten Effekt mal dazu. Und zwar nehmen wir dieses Mal einen Vulkan. Und zwar einen Farbwechselvulkan. Also einen Vulkan, der erst zum Beispiel Gold sprüht. Und dann nach der Hälfte der Zeit die Farbe ändert, der Funken auf Silber. Den nennen wir jetzt Farbwechsel. Vulkan. Oder nehmen wir mal das noch anders. Wir machen daraus einen Zink-Farbwechsel-Vulkan und Beschreibung mit Feuertopf am Schluss. So, dieser Vulkan, na, Schluss soll ich jetzt noch richtig schreiben. Dieser Vulkan hat natürlich jetzt kein Kaliber mehr. Davon habe ich nochmal, sagen wir mal, 6 Stück auf Lager. Der hat ein bisschen mehr Verzögerung, so ungefähr von einer halben Sekunde, bis es so richtig losgeht. Und danach haben wir gesagt, es ist ein Farbwechselvulkan Gold zu Silber. Das heißt, zunächst einmal brennt er für, sagen wir mal, 20 Sekunden in Gold. Dann wechselt er die Farbe und brennt in Silber weiter, ebenfalls für 20 Sekunden. Und dann ganz zum Schluss kommt eine rote Mein mit einer Brenndauer von 1,5 Sekunden, sagen wir mal. Das schreibe ich jetzt hier noch mit dazu, Mein. Ja, das wäre jetzt also auch nochmal ein schöner Effekt. Jetzt habe ich hier auf der zweiten Seite noch was vergessen. Ich gehe nochmal nach oben hier auf die Lemaitre-Fontäne. Ich kann also hier einfach zwischen den Effekten entsprechend unten wechseln. Und die Lemaitre-Fontäne, der würde ich jetzt gerne noch hier einen Preis geben. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was so eine Lemaitre-Fontäne kostet. Ich gebe sie einfach mal an mit 8 Euro.
Und ich habe die Möglichkeit, hier einen Verkaufsfaktor einzugeben, also sprich einen Aufschlag, zum Beispiel 1,5. Sprich, ich verkaufe die Fontäne zum 1,5-fachen Preis vom Einkaufspreis. Also sprich, 8 Euro kostet sie mich im Einkauf, dann würde sie vom Composer berechnet werden mit 12 Euro das Stück. Es gibt übrigens die Möglichkeit, später auch noch auf der Hauptseite, da sehe ich auch sozusagen das Gesamtbudget, was ich bereits für Material ausgegeben habe. Das sehe ich als Einkaufspreis und auch als Verkaufspreis. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, den Verkaufs- bzw. den Einkaufspreis auszublenden. Wenn ich jetzt wirklich mal mit dem Kunden zusammen am Composer sitze, dann soll der ja nicht wissen, wie viel ich daran verdiene. Dann würde ich jetzt meine Einkaufspreise ausblenden und der Kunde sieht sozusagen nur den Verkaufspreis, was hier jetzt für Material ausgegeben wurde. Was gibt es sonst noch auf der zweiten Seite? Zunächst einmal die Klasse. Hier kann ich also zum Beispiel 1.4S reinschreiben. Die Fontänen sind, glaube ich, G. Eine BAM-Nummer, das wäre mittlerweile natürlich die CE-Zertifizierung. Das ist hier noch ein bisschen alt. Ich kann eine ADR-Klasse reinschreiben, eine UN-Nummer, etc. Ich kann ansonsten hier die Netto-Explosivstoffmasse und das Bruttogewicht reintun. Ich kann Sicherheitsabstände angeben. Das wären jetzt, glaube ich, 2,0 zur Seite und 8,0 nach oben. Wenn ich mit ShowSim arbeite, das ist eine Simulationssoftware für die, die es nicht kennen, dann kann ich hier die sogenannte ShowSim-Effekt-ID mit eintragen. Später ist es dann möglich, ein fertiges Skript vom Composer in ShowSim zu übertragen. Und wenn man die Effekt-IDs hinterher hinterlegt hat, schon vorher, dann kann der Composer, kann das ShowSim daraus eben eine entsprechende Visualisierung der gesamten Show bauen. Ich kann den Effekt bewerten, kann hier noch reinschreiben, keine Ahnung, Achtung, Funken fallen zu Boden oder sowas, was bei Le Maître Fontaine nicht der Fall ist, aber als Beispiel. Ich kann hier einen Lieferanten reinschreiben, zum Beispiel, ich beziehe die Fontäne in Deutschland natürlich nicht direkt bei Le Maître, sondern bei der Firma LMP Pyrotechnik. Hersteller ist aber Le Maître, aber ich habe es ja eh schon im Namen auch Le Maître Fontaine genannt, insofern ist es klar. Eine Artikelnummer vielleicht noch, falls es erforderlich ist. Und ich kann hier auch, wenn ich jetzt ein Riesenlager habe, eine Riesenbude, kann ich auch angeben, Bunker 4, Palettenstellplatz 28 in Hochlegallager 3 oder sowas. Das sind alles Sachen, die kann man ausfüllen, wenn man das braucht. Man kann das natürlich auch alles weglassen. Ne? Als letztes könnte ich hier übrigens auch noch Videos bzw. Bilder von dem Effekt hinterlegen. Bei der Le Maître Fontäne haben wir jetzt schon einen Preis eingegeben. Ich würde mal bei dem Zinkvulkan auch nochmal sagen, irgendwie, keine Ahnung, der kostet 20 Euro und hat wieder 1,5. Und jetzt legen wir vielleicht auch nochmal eine Kugelbombe an. Gehört ja auch mit dazu. Also Kugelbombe, Datensatz erstellen. Wir fangen wieder an und sagen Ball Shell. Zum Beispiel, wie nenne ich sie? Crisscross Bombe. Crisscross Bombe zum Beispiel Silber Tail. Davon habe ich 20 Stück auf Lager im Kaliber 100. Und die haben eine Steigzeit von 4,2 Sekunden mal so als Beispiel. Der Effekt ist, ja, Silber Sterne jetzt als Beispiel. Die Oberfeuerwerksprofis werden mich jetzt gerade vierteilen werden, sagen, nein, Grossett ist doch was anderes, aber es geht ja hier erstmal nur darum, ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Die lasse ich mir jetzt mal in weiß darstellen und die brennt dann am Himmel für 1,8 Sekunden, ist also recht schnell wieder aus. Gut, das war jetzt also nochmal ein Effekt. Auch hier kann ich nochmal irgendwie einen Preis angeben, zum Beispiel kostet die Bombe jetzt 6,80 Euro und ich importiere die aber aus einem anderen Land, da habe ich ein bisschen mehr Kosten, deswegen nehme ich hier mal Faktor 2,0 zum Beispiel. Gut, mittlerweile hat sich unsere Datenbank hier oben auch schon ein bisschen gefüllt. Ich sehe hier jeweils die Verzögerungszeiten, was es für ein Effekt ist. Ich sehe die Farben, wie sie dargestellt werden. Ich sehe eventuell auch irgendwie einen Lieferanten zum Beispiel, in dem Fall jetzt hier LMP Pyrotechnik.
Ich sehe meine Preise und so weiter. Das alles habe ich jetzt hier. Jetzt habe ich vorhin ja auf F9 gedrückt, um in die Datenbankansicht zu kommen. Ich drücke jetzt auf F3 und komme wieder zurück. Ich habe hier immer noch meine Datenbank. Das Skript ist immer noch leer, unten immer noch die Wave-Datei. Es gibt übrigens noch ein paar mehr F-Tasten, die können wir vielleicht an dieser Stelle gleich mal durchgehen. Zunächst einmal F2 aktualisiert mir eigentlich nur die Datenbank und dann haben wir, wie gesagt, F3 ist die Ansicht, die ihr gerade eben seht. F4 ist dann eine Ansicht, in der ich keine Datenbank mehr sehe, sondern nur noch mein Skript und das Visualisierungsfenster wird auch entsprechend größer. Als nächstes hätte ich dann F5, da ist auch die Visualisierung verschwunden. Ich sehe jetzt nur noch das Skript und die Wave-Datei. F6 sehe ich die Visualisierung sehr groß und oben das Skript. F7 sehe ich nur die Visualisierung und F8 sehe ich nur die Datenbank und die Visualisierung, aber kein Skript mehr. Ich persönlich arbeite eigentlich fast immer mit F3 und bloß zum Schluss, wenn ich es so ein bisschen kontrollieren will, mache ich mir die Visualisierung mal entsprechend größer. Gut, jetzt haben wir also hier unsere kleine Datenbank und als nächstes kann ich jetzt hier an eine bestimmte Stelle klicken. Ich kann mir die natürlich auch mal wieder anhören. Und dann sagen, okay, genau hier zum Beispiel möchte ich einen Effekt setzen. Allerdings ist eine Sache zunächst einmal ganz wichtig, nämlich die allererste Zündung, die setze ich grundsätzlich auf 00000. Was machen wir mit der ersten Zündung? Wir starten den Audioplayer. Und das ist ein Effekt, den habe ich jetzt noch gar nicht angelegt, habe es mir gerade aufgefallen. Das heißt, das sollte ich jetzt kurz nochmal machen. Ich wechsle einmal wieder auf die F9. Und mache einen neuen Datensatz. Den nenne ich jetzt einfach Start Musik. Den muss ich jetzt auch keinen Typ angeben. Den gibt es auch nur ein einziges Mal. Der hat keine Verzögerung. Den lasse ich mir jetzt in irgendeiner crazy Farbe darstellen, zum Beispiel Purple. Und der hat auch nur 0,5 Sekunden Dauer. Hauptsache, er ist visualisiert. Okay, erledigt. Wir gehen über F3 zurück. Ich bin auf 0. Ich gehe auch mal ganz nach vorne. Und um jetzt Start Musik zu setzen, mache ich hier einfach einen Doppelklick oben in der Datenbank. Und jetzt seht ihr hier direkt am Beginn der Wave-Datei habe ich visualisiert jetzt hier für eine halbe Sekunde sozusagen den Start des Audioplayers und der erste Zündkanal ist jetzt hier auch Start Audioplayer. Mit der Effektzeit 0000, damit auch entsprechend, weil er keinen Vorbrenner hat, ebenfalls komplett 0. So, dem kann ich jetzt übrigens auch noch gleich eine Position geben. Das heißt, ich mache hier einen Doppelklick drauf. Jetzt taucht hier mein kompletter Abbrennplatz an auf, den ich vorhin angelegt habe. Und da werde ich mir jetzt hier die 13, das war ja mein FOH mit dem Audioplayer. Gut. Und jetzt kann ich anfangen, sonstige Effekte anzulegen. Zum Beispiel sage ich, ich möchte hier einen Effekt haben. Und zwar machen wir da mal irgendwie ein paar Lemaître-Fontänen. Da klicke ich jetzt drauf. Einfach mal so einen Doppelklick. Und jetzt sieht man hier schon den Vorbrenner. Das heißt, gezündet würde dieser Effekt bereits ungefähr hier werden, damit er dann ab hier sichtbar wird. Das ist jetzt ein sehr langer Effekt, der 20-Sekunden-Fontäne. Das heißt, die zeigt darüber hinaus. Wenn ich jetzt hier aber entsprechend komplett ins Minus zoome, dann sehe ich jetzt hier, die Fontäne geht also nur noch ein kleines Stückchen, ist nur noch wesentlich kürzer als vorher. Er hat jetzt hier auch schon in der richtigen Reihenfolge die Zündnummern vergeben. Die Fontäne kommt ja später als der Start der Musik. Insofern ist die Fontäne jetzt hier 2,65 Sekunden nach hinten gerückt. Das heißt, das wäre sozusagen nachher die Delay-Zeit im Sender. Wenn ich jetzt nachträglich noch hier dazwischen einen weiteren Effekt einfügen würde, dann wird automatisch die Lemaître-Fontäne entsprechend auf 3 hochrutschen bzw. runterrutschen und es gäbe eine neue 2. Insofern, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, solange noch irgendwie am Skript gearbeitet wird, bereits schon irgendwie Effekte vorzubereiten, vielleicht auch zu beschriften oder sowas. Weil es wirklich bis zum Schluss, wo man alles abgespeichert hat und übertragen hat, immer wieder passieren kann, dass sich die entsprechenden Kanalnummern ändern. Also das besser nicht machen, sondern erst am Computer alles fertig machen und dann den Rest. Was man jetzt hier auch gerade ganz gut sieht, ist, dass hier
dieser Effekt jetzt so gestrichelt ist. Das ist immer genau der Effekt, der gerade hier oben auch blau markiert ist. Wenn ich entsprechend jetzt hier wechsle, das erkennt man jetzt in dieser Ansicht etwas schlecht. Ich zoome da nochmal rein. Jetzt seht ihr also hier, jetzt ist hier die 1 entsprechend gestrichelt und der Effekt nicht mehr. Wenn ich hier wieder wechsle, ist der wieder gestrichelt. Das Ganze geht übrigens auch andersrum. Ich kann auch hier auf den Strich klicken, dann hupft der entsprechend da oben hin und her. Gut. An dieser Stelle habe ich jetzt also eine Fontäne gesetzt. Ich möchte aber nicht nur eine Fontäne da haben. Ich möchte insgesamt 6 Fontänen haben. Jetzt kann ich entweder hier 6-mal da draufklicken. 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal. Wäre eine Möglichkeit. Es geht aber auch anders. Ich kann auch die Effekte duplizieren bzw. multiplizieren. Das zeige ich jetzt nochmal. Dazu markiere ich hier mehrere Effekte und drücke dann Shift und Entfernen. Mit dieser Tastenkombination kann ich auch wieder Effekte, die ich markiert habe zuvor, löschen. Stattdessen mache ich es jetzt mal anders. Ich nehme wieder diesen Effekt, gehe auf Skript, gehe hier oben auf Multiplizieren. In dem Fall möchte ich 6 Stück haben. Okay. Und jetzt sind wieder 6 Effekte da. Warum möchte ich hier 6 Stück haben? Ganz einfach, weil ich jeweils 2 Effekte auf einer Bühnenposition haben will. Das heißt, ich wähle mir jetzt hier immer mal so die ersten beiden, mache einen Rechtsklick und jetzt wähle ich mir hier die Position Bühne links. Das ist in dem Fall jetzt hier das Gerät 6. Okay. Ich wähle die nächsten 2. Ich könnte jetzt wieder einen Rechtsklick machen oder ich mache wieder einen Rechtsklick. Ich könnte jetzt hier wieder mit dem entsprechenden Dropdown mir das Ganze suchen. Es geht aber auch anders. Ich kann auch einfach mal die 6 eingeben und dann springt er schon an die richtige Stelle. Ich wähle jetzt hier, in dem Fall, nee, es war Bühne Mitte, die 7. Okay. Dann sind die 2 hier die 8, sprich Bühne rechts. 2 Fontänen, die auf der gleichen Position sind, in dieselbe Richtung sprühen zu lassen, das würde natürlich keinen Sinn machen. Da sieht man ja nicht, ob das 1 oder 2 sind. Wenn ich jetzt allerdings diese Fontänen in verschiedenen Winkeln sprühen lasse, dann macht das Ganze Sinn. Und wie man jetzt die Winkel vergibt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Dazu gibt es hier oben bei Skript Tastaturbelegung Winkel. Da kann ich mir jetzt hier verschiedene Masken auswählen, beziehungsweise ich kann da auch welche ändern. In dem Fall möchte ich jetzt ändern. Und hier seht ihr jetzt so eine Standardbelegung, die es zum Beispiel gibt. Hier sind also die entsprechenden Tasten von der Tastatur belegt. Das heißt also, hier würde G bedeuten gerade nach oben oder F 15 Grad nach links, H 15 Grad nach rechts und so weiter. Das wäre also hier so eine Standardauswahl. Ich habe auch die Möglichkeit, das entsprechend zu ändern. Ich kann also hier beliebige Winkel entsprechend einstellen. Mache ich jetzt aber nicht, zumindest jetzt habe ich es gelöscht. Ich wollte hier ja gerade nach oben haben. Jetzt ist es wieder da. Okay. Das heißt, ich kann mir jetzt hier zum Beispiel die erste Fontäne wählen, Doppelklick machen. Und wenn ich jetzt hier das F eingebe, gibt es 15 Grad nach links, 15 Grad nach rechts, 15 Grad nach links, 15 Grad nach rechts, nach links, nach rechts. Hier habe ich also die Möglichkeit, abwechselnd verschiedene Winkel einzugeben. Das heißt, jetzt habe ich hier so 3 Zweierfächer gebaut, die an dieser Stelle alle gleichzeitig starten und dann 20 Sekunden lang sprühen. So, jetzt würde ich euch noch eine weitere Funktion zeigen. Zum Beispiel, ich lege einfach nochmal einen weiteren Effekt an. Da gehen wir mal ruhig noch ein bisschen nach hinten. Ihr könnt übrigens auch hier entsprechend rauf und runter zoomen, also rauf und runter scrollen mit dem Rädchen an der Maus. An dieser Stelle wollen wir nochmal einen Effekt dazu machen. Und zwar machen wir jetzt mal unsere Criss-Cross-Bombe. Da möchte ich jetzt mal 3 Stück schießen, von jeder Position aus eine. Und jetzt sieht man hier schon, dass wir hier eindeutig eine wesentlich längere Vorbrennzeit haben, weil die Bombe natürlich eine entsprechende Steigzeit hat und dann ist sie kurz mal am Himmel zu sehen. Auch hier mache ich nochmal eine entsprechende Vergabe. Doppelklick da drauf. Ich weiß die Nummern gerade nicht mehr auswendig. Das war also die 10, die 11, die 12. 10, 11 und die 12. So. Und diese Bomben hier, würde ich sagen, die machen wir jetzt mal alle gerade. Das heißt, ich tue in dem Fall jetzt hier wirklich 3 Felder auf einmal markieren.
Rechtsklick und jetzt für alle zusammen G. Und jetzt haben diese Felder hier alle dieselbe Markierung. Das heißt, drei Crisscross-Bomben steigen hier gleichzeitig auf. Momentan, wenn ich jetzt hier mehrere markiert habe, sieht man das entsprechend dann auch unten so. Gut, das war erstmal das. Jetzt würde ich noch mal kurz das Video unterbrechen und einen neuen Effekt anlegen, um euch noch was anderes zu zeigen. Ich habe mir jetzt hier noch mal einen neuen Effekt angelegt, und zwar hier so einen orangenen Crackling-Komet. Das ist ein Effekt, der ein Single Shot, der hat keine Verzögerung, also der Zünder zündet direkt den Effekt und hat eine Brenndauer von 1,8 Sekunden. Ich habe ihn mal angegeben mit 6 Euro. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt mal einen Kometen setzen. Das heißt, ich mache wieder einen Doppelklick. Da ist er. Und jetzt markiere ich mir diesen Effekt, gehe hier auf Multiplizieren und mache mal eine entsprechende Anzahl von, sagen wir mal, 21 Stück. So, jetzt habe ich hier auf dem Zündkanal 4 21 Kometen. Diese 21 Kometen, die möchte ich jetzt hier zusammenfassen. Das heißt, ich drücke auf Shift und markiere den untersten. Der oberste war schon markiert. Dementsprechend habe ich jetzt alle 21 Stück entsprechend markiert. Und jetzt gibt es hier so ein blaues G. Das ist die Gruppenfunktion, nämlich Effektgruppeneditierung. Ich habe insgesamt 21 Effekte in dieser Gruppe. Ich könnte die jetzt alle miteinander verschieben, also zum Beispiel sagen, oh, falsch geklickt, ich hätte euch gerne eine Sekunde später. Ich könnte sie aber auch steppen. Das möchte ich jetzt mal machen, und zwar mit, sagen wir mal, 0,05 Sekunden Delay. Das wäre also ein sehr, sehr schneller Step. Und diese Kometen, die möchte ich auf den Positionen Bomben links, rechts, Mitte haben. Und zwar jeweils 7er-Fächer auf jeder Position. Soweit, so gut. Start. Und jetzt sieht man hier, es hat sich was verändert. Wir haben jetzt hier einen entsprechenden Fächer aus Single Shots. Wenn ich das mal ablaufen lasse, dann wird man auch gleich sehen, dass es hier entsprechend sehr, sehr schnell sich farbig ändert. Ich klicke mal auf. Das war also jetzt hier ein sehr schnell gesteppter Fächer, aber noch ist es kein Fächer. Zunächst einmal werden 7 Stück auf links gesteppt, dann werden 7 Stück in der Mitte gesteppt und dann werden nochmal 7 Stück auf rechts gesteppt. So, und was ich jetzt hier mache, ist, ich habe ja verschiedene Winkel. Das heißt, ich gehe hier mit den Winkeln jeweils immer eins weiter, beziehungsweise da bin ich jetzt schon zu weit, weil da bin ich jetzt schon beim nächsten Position wieder. Das heißt, ich fange hier wieder mit S an, D und so weiter. Und das Ganze nochmal. Und jetzt habe ich also hier drei Fächer gebaut, die nacheinander entsprechend dann losgehen werden. Soweit, so gut. Das wäre also jetzt hier dieser gesteppte Fächereffekt. Das war die Funktion Gruppen verarbeiten. Jetzt momentan geht das nicht, weil ich habe keine Gruppe gewählt, aber ich wähle jetzt einfach nochmal dieselbe Gruppe. Ich habe nämlich festgestellt, das war mir ein bisschen zu schnell, der ganze Step. Ich hätte den gern langsamer. Das zeige ich jetzt nochmal. Ich markiere wieder hier mit Shift komplett alle. Wichtig, wenn ich es aufwache und nochmal kontrollieren, habe ich wirklich 21 Stück erwischt und sage dieses Mal zurück auf den Zeitpunkt des ersten Effekts Start. Jetzt sind sie alle wieder beisammen. Habe es also rückgängig gemacht und jetzt wähle ich mir hier nochmal meine Kometen, alle miteinander. Mache den Stepper nochmal neu. Ich wähle wieder Steppen und dieses Mal mache ich aber die doppelte Zeit. Macht es ein bisschen langsamer. Gut, Start. Und jetzt läuft der Stepper hier entsprechend länger. So lang, dass die ersten Kometen schon wieder ausgebrannt sind, bevor die letzten zünden. Deswegen hat er auch hier die wieder in die entsprechende Zeile unten drunter gesetzt. Beziehungsweise nicht oben drüber, sondern dahinter
Aber an sich ist es immer noch das gleiche, nur diesmal halbe Geschwindigkeit. Und hier wäre jetzt der letzte Komet verloschen. Gut, das war eine ganz interessante Geschichte, die man da machen kann. Jetzt würde ich nochmal was anderes zeigen. Und zwar machen wir hier nochmal so einen Stepper-Effekt. Dieses Mal mache ich das Ganze allerdings mal mit einer G-Flame. Ich mache hier G-Flame für ein Stück erstmal, für eine Zehntelsekunde. Und auch hier wieder verwende ich den Trick mit dem Effekte multiplizieren. Ich mache dieses Mal einfach mal 50 Stück. Okay, jetzt habe ich hier viele, viele G-Flames. Ich scroll da entsprechend runter, markiere in diesem Fall jetzt alle 50. Und jetzt würde ich euch nochmal was Besonderes zeigen. Ich möchte jetzt in dem Fall, dass alle 5 Geräte verwendet werden. Und nachdem das was ist, was ich öfters mache, sage ich, das ist so eine Standardgeschichte, dass ich alle 5 quasi Effekte auf alle 5 G-Flames aufteile. Und deswegen speichere ich mir das hier ein über so eine Kurzwahl. Das kann ich mir also später jederzeit wiederholen. Dann machen wir jetzt auch wieder einen Stepper von 0,25 zum Beispiel. Start. Und jetzt sieht man hier ganz gut, dass ich hier also 50 G-Flames der Reihe nach sehr schnell gesteppt habe. Und wenn wir hier runter gucken, das ist jetzt jeweils von 1 bis 5 vergeben und dann geht es wieder los bei der 1. Das heißt, hier läuft das Ganze sozusagen immer von links nach rechts durch, wenn ich die G-Flames in dieser Positionierung aufstellen würde. Ich möchte jetzt aber, dass es nicht von 1 nach 5, sondern von 5 nach 1 durchläuft. Auch das ist möglich. Dazu wähle ich mir wieder alle G-Flames. Und wähle auch wieder diese 5 Stück. Allerdings hier Füllrichtung mache ich diesmal in die andere Richtung. Start. Und siehe da, die G-Flame Nummer 1. Na, jetzt habe ich es erwischt, ist jetzt die 5. Es geht mit 5, 4, 3, 2, 1 und dann fängt es wieder an bei 5 und so weiter. Das heißt, jetzt würde der Stepper nicht mehr von links nach rechts, sondern von rechts nach links, also genau in die andere Richtung laufen. Das wäre also eine weitere Funktion, was man über diese Gruppengeschichte machen kann. Ja, ich kann mich hier auch einfach nochmal ein paar Effekte wählen. Das geht auch so über einfach Maus gedrückt halten und über Effekte drüber ziehen. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt erklärt, das mit der Füllrichtung. Wir haben gezeigt, das mit Positionen mehrfach übernehmen. Wir haben auch hier Standardgruppierungen sozusagen übernehmen gemacht. Ich könnte hier auch noch entsprechende Winkeleinstellungen automatisch machen, aber das ist, glaube ich, für dieses Beginner-Video jetzt ein bisschen zu viel. Das lassen wir mal weg. Okay, das waren jetzt schon mal relativ viele Geschichten zu dieser ganzen Gruppeneditierung. Ich breche das an dieser Stelle mal ab, würde jetzt mal was anderes zeigen. Und zwar gehe ich dazu noch mal ein bisschen weiter in dem Video an irgendeine Stelle, wo ich noch keinen Effekt habe. Vielleicht gehe ich sogar mal komplett ans Ende. Und ich möchte, dass hier mit dem allerletzten Paukenschlag sozusagen die letzte Bombe auch nicht beginnt, sondern aus ist. Also dass sie ausgebrannt ist. Dafür gibt es hier einen Button, der heißt Rückwärts einfügen oder Effekte von Ende einfügen. Wenn ich jetzt da drauf klicke und nochmal eine Bombe anlege, dann hat er mir hier nicht die Zündung hingelegt, sondern er hat mir jetzt hier an diese Stelle das Ausbrennen der Bombe gelegt. Wenn ich übrigens jetzt diese Bombe anklicke, macht das Ganze nochmal. Dann wird er mir jetzt genau da, wenn du quasi die neue Bombe startet, ist die andere ausgebrannt. Das heißt, hier kann ich jetzt entsprechend rückwärts das Ganze voll machen. Nochmal als Beispiel, wenn ich das jetzt hier wieder deaktiviere, diesen Button, und lege eine Bombe an, dann ist die andere genau der gleichen Stelle wie die vorhergehende. Die lösche ich jetzt wieder raus mit Shift entfernen. Hier hätte ich jetzt also drei Bomben nacheinander gesetzt, die sozusagen immer dann, wenn die eine aus ist, die nächste entsprechend zündet. Bei Bomben macht das jetzt nicht so viel Sinn, aber zum Beispiel bei Fontänen oder sowas oder bei Batterien ist das durchaus eine schöne Funktion.
wobei ich dann manchmal noch ein bisschen was überlappen lasse. Überlappen lassen ist übrigens auch kein Problem. Wir können ja hier auch entsprechend Zeiten verändern. Ich kann also hier überall entsprechend reinklicken. Die Zündzeit selber kann ich nicht verändern, weil die ist ja abhängig von der Vorbrennzeit, aber ich kann die Effektzeit entsprechend verändern. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass diese Bombe einfach mal eine halbe Sekunde früher losgeht, dann setze ich jetzt hier entsprechend das um eine halbe Sekunde nach unten. Und man sieht jetzt hier, die Bombe ist um eine halbe Sekunde verschoben worden. Ich habe also hier die Möglichkeit, im Skript Sachen zu ändern. Ich kann auch Effektnamen verändern. Ich kann auch zum Beispiel mal sagen, diese Bombe heißt jetzt nicht mehr Criss-Cross-Bombe, sondern heißt jetzt Criss-Cross-Bombe Silber. So. Des Weiteren kann ich also auch die Dauer verändern. Ich kann also auch sagen, das ist jetzt eine andere Bombe, die brennt 2,7 Sekunden oder ähnliches. Also all diese Sachen kann ich entsprechend nachträglich auch noch verändern, wenn ich das möchte, im Skript. Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen in die Programmierung, kurz nochmal so zwei, drei Worte zur Datenbank. Ich denke, man hat es am Anfang gesehen, wenn man so eine Datenbank von Grund auf schreibt, das ist ein bisschen Arbeit. Es gibt aber zum einen Hersteller, die zum Beispiel auch mit Galaxis arbeiten für ihre eigenen Shows. Die haben meistens schon eine komplette Datenbank oder man kann auch sonst Kollegen fragen, ob es da irgendjemand gibt, der einem vielleicht seine Daten zur Verfügung stellt. Und teilweise machen es die Hersteller auch so, dass die bereit sind, unter Umständen einem eine komplette Datenbank ihrer gesamten Produkte mit sozusagen Chargen, aktuellen Steigzeiten, was ja bei Bomben manchmal ein bisschen unterschiedlich ist, so von Jahrescharge zu Jahrescharge, dass man das entsprechend aktuell immer bekommt. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn ihr bereits irgendwie eine Lagerhaltungssoftware oder sowas habt, man kann auch eine Excel-Tabelle benutzen und kann einen Excel-Importfilter hernehmen, um damit dann eine Datenbank, die in Excel geschrieben wurde, als Composer-Datenbank abzuspeichern. Das noch so als kleine Geschichte. Jetzt seht ihr hier ja die Lagerbestände und ihr seht hier übrigens, wie viel ich davon jeweils schon verwendet habe. Ja, auch eine ganz interessante Geschichte. Es gibt dann eine Funktion, die findet ihr hier in der Datenbank, nämlich verwendete Effekte auslagern. Das macht man normalerweise am Ende der Programmierarbeiten, wenn man sich ganz sicher ist, so passt jetzt alles, so will ich das Skript auf die Geräte übertragen und so will ich die Show dann auch schießen. Dann klickt man hier drauf, kann ich jetzt mal machen. Und jetzt seht ihr hier, die Lagermenge ist entsprechend gesunken, weil jetzt hier die Effekte, die wir verwendet haben, aus dem Datenbankbestand ausgetragen werden. Das heißt, ich kann die Software also auch benutzen, um damit nicht nur schöne Shows zu schreiben, sondern ich kann sie auch gleichzeitig als Lagerverwaltungssoftware benutzen. Ja, des Weiteren, wir haben hier unten die Preise eingetragen und wir haben hier drüben die Preise eingetragen und hier unten seht ihr jetzt schon den Einkaufspreis der bisher verwendeten Ware und auch den Verkaufspreis der bisher verwendeten Ware. Und ich habe insgesamt bisher 84 Effekte verbraucht, wobei die meisten davon natürlich fast 50 Stück G-Flames waren. Insofern, die kosten mich ja jetzt nicht so wirklich viel, wenn ich die einmal aufgestellt habe, die Geräte. Die sind die Tagesmiete bezahlt, das Gas selber ist ja dann eher marginal. Gut, das waren jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen zur Datenbank. Eine Geschichte vielleicht noch, es gibt hier auch noch eine Suchfunktion. Das wäre dieses grüne Fernglas hier. Da kann ich entsprechend filtern. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, zeig mir doch bitte mal nur noch alle Single-Shot-Kometen. Okay. Damit wird die Datenbank sehr kurz, weil ich habe bis jetzt erst einen einzigen Single-Shot-Kometen eingegeben. Wenn ich jetzt mehrere hätte, würden hier nur noch alle Kometen entsprechend stehen. Ich kann aber nicht nur danach suchen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt nach einer bestimmten Brenndauer suchen. Also ich habe zum Beispiel einen Zeitraum von 20 Sekunden, den ich jetzt noch füllen möchte irgendwie. Dann suche ich hier nach entsprechend Dauer 1. 20 Sekunden. Und siehe da, da hätte ich jetzt zwei Effekte. Zum einen hätte ich hier den Zinkvulkan und ich hätte die 20 Sekunden Fontäne. Beziehungsweise in dem Fall beim Zinkvulkan, da ist es ja jetzt nur quasi die erste Phase der Fontäne, die diese Farbe hat.
Ich werde jetzt einfach mal an dieser Stelle hier einen 20, diesen Effekt setzen, diesen Vulkan. Jetzt sieht man hier auch recht gut, minimalste Vorbrennzeit, 20 Sekunden Gold, 20 Sekunden Silber und dann zum Schluss hier in Rot noch der Feuertopfeffekt. Hier wird also dann auch visuell quasi in verschiedenen Farben die verschiedenen Stadien der Effektverwandlung angezeigt. Okay, wenn ich wieder die komplette Skriptgeschichte sehen will, tue ich hier einfach den Filter deaktivieren, sehe jetzt wieder mein gesamtes Skript oder ich kann es auch hier entsprechend mit abbrechen oder löschen, dann weiter filtern. Ich kann also zum Beispiel auch sagen, zeig mir alle 20-Sekunden-Effekte, jetzt zeig mir von den 20-Sekunden-Effekten nur noch alle Fontänen und von allen Fontänen mit 20 Sekunden jetzt nur noch alle von Lemaitre oder sowas. Was jetzt in dem Fall ziemlich wurscht ist, weil meine Datenbank ist viel zu kurz, als dass es sich lohnen würde, hier quasi einzelne Filterfunktionen nochmal zusätzlich einzubauen. Das haben wir so auf jeden Fall schon bereits rausbekommen. Es gibt hier auch noch so ein rosanes Fernglas. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, im Skript nach was zu suchen. Zum Beispiel kann ich hier im Skript suchen nach einem Effekt im bestimmten Kaliber. Zum Beispiel im Kaliber 100. Und dann sehe ich jetzt hier alle Effekte im Kaliber 100, die ich insgesamt verbraucht habe. Auch hier einfach dann auf Löschen. Ich sehe wieder das komplette Skript. Okay, das waren jetzt schon mal einige Sachen nochmal zum Thema Datenbank. Jetzt würde ich euch noch zeigen, wie man hier die Datenbank entsprechend anpassen kann. Jeder User hat ja so ein bisschen so sein eigenes Steckenpferd, was er gerne sehen möchte. Vielleicht sagt einer, wer der Lieferant von dem Zeug ist, ist mir völlig egal oder der Preis will ich auch alles nicht sehen. Für mich ist viel wichtiger noch, dass ich zum Beispiel sehe, wie viel Schuss die Batterie hat. Und das kann man entsprechend alles anpassen, und zwar sowohl bei der Datenbank wie auch beim Skript. Dazu gibt es hier unter Datei zwei Menüpunkte, nämlich einmal Datenbanktabelle anpassen oder für Skript Skripttabelle anpassen. Ich gehe jetzt mal auf Datenbanktabelle anpassen und ich habe hier vier verschiedene oder fünf, sechs verschiedene User sogar, die ich mir hier auswählen kann. In dem Fall nehme ich jetzt zum Beispiel mal den User 4. Und momentan würde der gar nichts sehen, weil es ist hier nichts drin. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, mir hier die Sachen, die für diesen User wichtig sind, entsprechend rüberzuziehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gern sehen das schmeiße ich rüber und dann möchte ich noch sehen das Kaliber und dann möchte ich noch die Verzögerung sehen und dann bitte noch die Dauer und die Steighöhe und die UN-Nummer, mal so als Beispiel. Jetzt habe ich diese ganzen Sachen mir ausgewählt, gehe auf OK und der User 4, der sieht jetzt entsprechend halt diese Geschichten, die wir für ihn gewählt haben. Ich als User 1 bleibe aber bei dem, was wir jetzt hier haben. Dasselbe geht übrigens auch genauso mit dem Skript. Ich bin nochmal zurückgehupft zu dem Stepper mit den Single Shots, den wir vorhin gebaut haben, denn ich würde euch hier gerne noch einen ganz witzigen Effekt zeigen. Und zwar gibt es unter Extras, Optionen und dann auf Composer die Möglichkeit, dass ihr Zerlegergeräusche bzw. Abschussgeräusche von Bomben einblenden könnt oder von sonstigen Effekten. Ich zeige es mal kurz. Ich hoffe, man hört das im Video später. Das wäre also jetzt hier ein entsprechendes Abschussgeräusch, was dann immer dann, wenn ein Effekt gezündet wird, sozusagen mit eingeblendet wird, damit man gucken kann, ob das dann auch gut passen würde. Übrigens, hier könnt ihr auch die Preise einblenden bzw. ausblenden und könnt auch eine Währung entsprechend wählen. Ansonsten kann man hier noch festlegen, wie viele Rohre sozusagen in einem Rack sind bei verschiedenen Kalibern und noch so ein paar ganz witzige Sachen machen. Zu denen kommen wir aber später gleich noch. Ich werde auch in diesem Video es nicht schaffen, jede einzelne Funktion komplett zu erklären, sonst wird dieses Video 10 Stunden lang. Ich beschränke mich auf die wichtigen. So, jetzt hören wir hier mal rein. Wie immer werde ich nicht sprechen, während die Musik läuft, aber ihr werdet jetzt, denke ich, mal ein paar Knaller hören, wenn die Single Shots losgehen. Ja, war, glaube ich, ganz gut zu hören. Passt jetzt nicht wirklich, aber es geht jetzt auch nicht darum, in diesem Video irgendwie hohe Kunst zu machen, sondern euch die Funktionen zu erklären. Jetzt als nächstes würde ich euch noch eine Funktion zeigen, die heißt Effekt ersetzen. Das ist hier unten. Da gibt es insgesamt drei. Entweder Normalmodus, das ist das, womit wir bisher gearbeitet haben, oder
eben dieses Effekt ersetzen. Oder Music Scan gäbe es auch noch. Das würde ich jetzt hier rauslassen, weil das geht ein bisschen zu weit. Für den Moment zeige ich euch mal nur Effekt ersetzen. Das ist eine Taste, die ist ein bisschen gefährlich, weil wenn man vergisst, sie wieder rauszumachen, kann man sich sehr schnell sein Skript zerschießen. Und es gibt beim Composer leider nicht die Funktion zurück. Sprich, wenn man einmal irgendwie einen Fehler reingebracht hat ins Skript, dann muss man den auch von Hand sozusagen manuell wieder ausbessern. Man kann nicht wie bei Windows oder sowas einfach sagen, zurück, 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 solange bis es wieder passt, sondern Fehler, die man gemacht hat, die bleiben. So, ich bin jetzt hier in diesem Modus und jetzt kann ich mir hier einen bestimmten Effekt markieren, wie zum Beispiel jetzt hier den Farbwechselvulkan. Und ich sage jetzt einfach mal, das war ein Fehler. Ich wollte gar keinen Farbwechselvulkan. Ich wollte stattdessen zum Beispiel eine Lemaitre-Fontäne. Doppelklick. Und jetzt habe ich keinen neuen Effekt dazu gesetzt, sondern ich habe jetzt hier statt dem Farbwechselvulkan das Ganze ersetzt gegen eben die Lemaitre-Fontäne. Ganz wichtig, danach auf jeden Fall wieder in den Normalmodus gehen. Sonst passiert es eben schnell, dass man aus Versehen da was kaputt gemacht hat. Dann würde ich euch jetzt gerne noch was zeigen, nämlich die Funktionen Effektgruppen oder auch einzelne Effekte kopieren und wieder einfügen. In dem Fall habe ich jetzt hier mal so ein kleines Mikroprogramm geschrieben, zum Beispiel hier zwei G-Flames, nämlich die Geräte 2 und 4, also sprich die beiden geraden Geräte, dann hier die drei ungeraden Geräte, 1, 3, 5 und hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, alle G-Flames zusammen. Nehmen wir mal an, diese kleine Mini-Programmierung, das ist was, was ich im Skript immer wieder wiederholen soll, weil es zum Beispiel irgendwie immer mal wieder ein Takt kommt, wo das gut passt, irgendein Refrain oder ähnliches. Ich möchte das nicht jedes Mal neu schreiben. Dann mache ich mir das Leben jetzt einfach. Ich kann einfach hier oben reinklicken in die Visualisierung, gedrückt halten und tue jetzt hier einfach all diese Effekte gleichzeitig markieren. Das ist jetzt passiert. Ihr seht, hier sind sie blau geworden, hier sind sie gestrichelt. Und jetzt habe ich hier oben Skript. Da gibt es jetzt hier die Funktion Effekte kopieren. Das kann ich entweder mit der Maus machen oder auch mit der Tastenkombination Steuerung F. Jetzt habe ich sie kopiert und jetzt kann ich irgendwo später im Skript sagen, zum Beispiel hier, da möchte ich genau das gleiche wieder einfügen. Das mache ich mit Steuerung G. Und jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, an der bestehenden Stelle einzufügen, sprich das Ganze hier einfach zu verdoppeln oder da, wo jetzt gerade der Zeiger steht, sprich hier. Wenn ich das jetzt mache, habe ich hier also exakt das gleiche hier wieder hingesetzt und könnte jetzt hier nochmal zum Beispiel sagen, Steuerung G, Zeiger. Und dann passiert auch hier wieder das gleiche. Auf die Weise kann ich also sehr schnell ganze Effektgruppen kopieren und an anderer Stelle wieder einfügen. Im Großen und Ganzen habe ich euch jetzt die wichtigsten Funktionen zur Erstellung eines Skripts gezeigt. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie es weitergeht. Dazu gehe ich vielleicht zunächst einmal hier einmal nochmal kurz komplett raus. Ihr seht also hier das ganze Skript. Und wenn ich jetzt an diese Stelle zum Beispiel nochmal reingehe, dann seht ihr hier, wir haben hier zwischen den einzelnen Cues immer nur 0,25 Sekunden jetzt zum Beispiel als Delay. Das ist also ein relativ schneller Stepper gewesen. Jetzt habe ich ein Problem. Die Leute, die sich schon ein bisschen auskennen mit Galaxis, die wissen es. Ich kann nur alle 0,3 Sekunden den nächsten Syncue vom Sender aus auf die Geräte übertragen. Kürzer geht's nicht. Warum? Das habe ich auch schon mal ausführlich erklärt. Jetzt habe ich hier aber Syncues, die kürzer sind. Das heißt, ich muss hier draus Stepper bauen. Das kann ich natürlich auch manuell von Hand machen, hier im Composer. Aber es gibt auch die Möglichkeit, den Composer das vollautomatisch machen zu lassen. Und dazu gibt es hier eine Funktion, die ich auch unter Skript finde, nämlich die Funktion, wo haben wir es? Step-Kanal und Step-Delay automatisch berechnen. Da kann ich jetzt einfach sagen, ausführen. Und jetzt seht ihr es hier schon ganz gut, dass jetzt hier auf einmal mehrere G-Flames denselben Cue haben. Genau genommen sind es immer zwei. Zum einen habe ich hier jetzt den Q17. Da gibt es dann eine 50. Sekunde, also eine halbe Sekunde Delay auf die nächste Zündung. Also das ist möglich jetzt auch vom Sender, dass er das entsprechend überträgt. Und der Cue darunter, der eine andere Zündzeit hat, der hat hier momentan nichts stehen. Das ist jetzt ein Cue, der hat Delay. Ich sehe das jetzt momentan nicht, weil in meiner Composer-Einstellung, wie ich das Skript sehe, ist das nicht enthalten.
Das kann ich aber gerade mal ändern. Ich gehe hier auf Skript-Tabelle anpassen und wähle mir zunächst einmal jetzt hier den User 1, mit dem ich vorhin schon die ganze Zeit gearbeitet habe. Und ich möchte jetzt hier noch was zusätzlich einfügen. Nämlich zum einen möchte ich jetzt hier noch ein Step-Delay sehen und einen Step-Kanal. Hier wäre der Step-Kanal und hier wäre das Step-Delay. Wir übernehmen das Ganze. Und jetzt sehe ich also hier der Q17 zum Beispiel normal und der Q danach, der hier vorne leer ist, der hat jetzt hier hinten eben die 17 mit einem Delay von 0,25. So ist das Ganze jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ich könnte natürlich auch diese beiden Geschichten nach hier vorne setzen. Das kann man also dann in der Einstellung hier unter Skripttabelle anpassen, entsprechend auch in einer anderen Reihenfolge festlegen. Ich könnte also jetzt hier auch einfach sagen, ich lösche das Ganze und dann ziehe ich mir das neu da rein in der Reihenfolge, wie ich es haben möchte. Lasse ich jetzt für den Moment mal kurz weg. So. Ich habe also vorhin jetzt hier diese automatische Step-Kanal- und Step-Delay-Vergabe gemacht. Dementsprechend ist jetzt hier auch die Anzahl der Queues insgesamt gesunken. Jetzt hat mein Skript noch insgesamt 48 Queues. Der Rest wird über Delays gelöst. Zum Vergleich nochmal, wenn ich diese automatische Step-Kanal- und Step-Delay-Vergabe wieder lösche, dann hat mein Skript jetzt auf einmal 87 Queues. Das heißt, es hat wesentlich mehr. So wäre es allerdings ein Skript, was ich überhaupt nicht benutzen könnte, sondern das ist also ganz wichtig, dass dann das Letzte, was man macht, bevor man das Skript letztendlich endgültig abspeichert und überträgt, dass man eben hier diese automatische Delay-Vergabe macht, ausführen. Nachdem ich die Step-Kanäle und die Step-Delays ausgeführt habe, also ihnen das automatisch habe berechnen lassen, gibt es noch eine zweite Geschichte, die ich machen sollte, und zwar zum einen hier noch nochmal checken, dass ich irgendwie überall Winkel vergeben habe. Das ist, denke ich mal, klar. Bei G-Frames macht es jetzt keinen Sinn. Aber ich muss jetzt auch noch festlegen, welcher Queue ist denn auf welchem Gerät und mit welchem Output. Wir haben teilweise ja schon Geräte festgelegt, beziehungsweise es ist insofern festgelegt, weil es gibt meistens an einer Position, zum Beispiel an der Position G-Flame 1, da gibt es auch nur ein Gerät, nämlich die erste G-Flame. Insofern ist es völlig klar. Es gibt aber auch manchmal ja Sachen, dass man an einer Position mehrere Geräte stehen hat. Dann kann man das Ganze hier auch manuell machen. Manuell ist ganz einfach. Entweder Doppelklick machen, dann kann man sich hier entsprechend ein Gerät auswählen. In dem Fall gibt es ja jetzt hier auf der Position G-Flame 5 auch nur die fünfte G-Flame. Es gibt aber, ihr erinnert euch, wir hatten vorhin ja auch bei Bombenmitte zum Beispiel zwei Geräte gemacht. Das heißt, ich muss jetzt hier mal erstmal irgendwie einen Queue finden, der auf Bombenmitte liegt. Das hatte ich, glaube ich, hier am Anfang, nämlich da Bombenmitte. Wenn ich jetzt hier entweder einen Doppelklick mache oder einen Rechtsklick, dann habe ich jetzt hier die Auswahl auch zwischen zwei Geräten, kann bestimmen, auf welchem Gerät soll das Ganze liegen. Ja, danach könnte ich jetzt hier auch noch einen Output wählen, auf dem das Ganze liegen soll. Aber so kompliziert muss man es eigentlich gar nicht machen. Ich kann auch dem Composer sagen, mach du das doch bitte für mich. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich gehe wieder auf Skript und gehe jetzt hier auf automatische Geräte- und Output-Zuweisung. Und die kann ich jetzt entweder ausführen, entweder nur für bestimmte Geräte, für alle Geräte oder auch für eine Auswahl von Geräten. Oder ich kann sagen, mach doch bitte auch gleich die Outputs. Und auch hier wieder habe ich die Auswahl, mach's komplett. Mach die, die ich ausgewählt habe oder halt nur eben entsprechend bestimmte. Ich gehe jetzt einfach mal auf alles. Es dauert kurz und jetzt hat er mir hier also diese ganzen Zeilen gefüllt und hat jetzt hier in der entsprechenden Reihenfolge mit aufsteigenden Output-Nummern jeweils die ganzen Geräte belegt. Ja, beim Durchscrollen sieht man es jetzt schon, hier ist ein Feld leer geblieben. Warum nur? Ja, ganz einfach, weil ich hier noch keine Position vergeben habe. Das heißt, hier müsste ich jetzt nochmal kurz entsprechend Rechtsklick machen und sage dann zum Beispiel die 8, Bühne rechts, da kommt diese Fontäne drauf. Jetzt ist aber hier nicht automatisch das mit dazugekommen, sondern ich müsste jetzt hier nochmal die Output- und Gerätevergabe löschen und neu machen, damit es in der richtigen Reihenfolge ist. Oder ich kann es auch manuell jetzt hinterher noch machen, da bleibt mir eh nur ein Gerät zur Auswahl. Und
Er schlägt mir jetzt hier auch gleich den nächsten freien Output vor. Das heißt, die 1 und 2 sind schon belegt, aber die 3 wäre noch verfügbar. Dann wird jetzt die genommen. Wenn das Gerät irgendwann voll ist, geht es natürlich auch nicht mehr weiter. Eine ganz interessante Sache noch. Ihr erinnert euch, wir haben vorhin eine Positions- und Geräteverteilung gemacht, wo wir entsprechend sozusagen unseren Abrennplatz angelegt haben. Da kann ich jetzt mal drauf schauen und es hat sich hier was verändert. Zum einen sehe ich jetzt hier die entsprechende Anzahl an Outputs, die belegt sind. Bei der G-Flame gibt es jetzt in dem Sinne keine Outputs. Das heißt also, hier sind jeweils 16 Zündcues drauf. Nehmen wir mal an, hier wäre überall 16, aber beim ersten wäre 17 und bei dem hier nur 15. Dann weiß ich, dass ich vermutlich irgendwo mal einen Fehler in der Programmierung gemacht habe und dass ich kein symmetrisches Bild habe. Ne? Ansonsten sehe ich jetzt hier, bei den Bühnenempfängern habe ich die ersten zwei bzw. drei Outputs belegt. Den Empfänger auf der Traverse habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. Und bei den Bombenempfängern habe ich 8 Outputs insgesamt belegt. Ja, das wäre also jetzt hier die Output und Quatsch, die Positionierung und Geräteverteilung. Hier sehe ich also auch, wenn das Ganze irgendwann voll ist, wenn ich zu viel gemacht habe, mehr als ich habe, bzw. dann würde er mir dann gar keine Output-Nummern mehr vergeben können, weil was man nicht hat, kann man natürlich auch nicht vergeben. So, damit ist das Skript jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen fertig. Was ich meistens mache, ist, dass ich zum Schluss nochmal komplett durchs Skript durchgucke. Habe ich wirklich irgendwie alle Winkel vergeben? Habe ich alle Outputs, Positionen, Geräte etc. vergeben? Sehe ich zum Beispiel hier, habe ich noch was vergessen? Also wenn ich das Skript jetzt so übertragen würde, dann gäbe es keinen Empfänger, der später auf diese drei Cues programmiert werden würde. Das heißt, die Cues 45, 46, 47, 48, die würden zwar vom Sender ausgelöst werden, aber es gäbe dann keinen Empfänger, der darauf reagiert. Sie würden also einfach ins Leere gehen. Ist aber kein Problem. Diese drei hier tue ich der Vollständigkeit halber einfach nochmal auf einen Empfänger drauflegen. Bombenmitte. Und bei Bombenmitte, da habe ich ja wieder die zwei zur Auswahl. Nehme ich diesmal den Elber. Und Doppelklick, dann tut er mir jetzt hier jeweils die nächsten freien Output-Nummern entsprechend vergeben. So, damit sind wir jetzt auch im Großen und Ganzen mit der Erstellung des Skripts erstmal fertig. Das nächste, was jetzt kommt, ist, dass wir das Skript übertragen wollen auf den Sender, die Empfänger, auch auf GFlames. Davor ist allerdings eine Sache ganz wichtig, nämlich Speichern nicht vergessen. Wollen Sie das bestehende Skript überschreiben? Ja, möchte ich. Jetzt wird mein Skript gespeichert. Das sollte ich auf jeden Fall machen, bevor ich anfange mit der Übertragung. Es gibt so noch eine ganz schöne Kontrollfunktion, mit der ich gucken kann, ob ich das mit den Delays und eventuell mit den Step Delays, falls erforderlich, alles richtig gemacht habe. Diese Funktion, die finde ich auch unter Skript, nämlich Zeitabstände testen. Da kann ich mal draufklicken und dann sagt er mir jetzt hier, die Zeitabstände zwischen der Zündung und die Step Delays sind alle soweit okay, dass das eben der Sender auch ausführen kann. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich würde einfach nochmal hier die Step Delay Programmierung löschen und gehe nochmal auf Zeitabstände testen. Und jetzt sagt er mir schon, ganz am Anfang gibt es ein erstes Problem, nämlich zwischen 4 und 5 ist das Ganze zu gering, der Mindestabstand zwischen zwei Zündungen beträgt 0,3 Sekunden. Das ist jetzt die erste Fehlermeldung, die er mir jetzt anzeigt. Wenn ich die weggemacht habe und würde wieder testen, dann würde die nächste kommen und so weiter. Also das Ganze kann man sehr einfach umgehen, indem man die Step-Delay bzw. Step-Kanalberechnung ausführt und dann ist auf jeden Fall alles richtig. Zur Übertragung auf den Sender bzw. zur Übertragung auf die Empfänger. Dazu kommen wir gleich. Vorher würde ich euch gerne noch was zeigen, was ihr unter Datei findet, nämlich die Listenansicht. Die Listenansicht kann ich auch anpassen, ähnlich wie ich das mit der Skriptansicht oder der Datenbankansicht machen kann. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich sehe hier momentan mein gesamtes Skript von Beginn an, in der Reihenfolge, wie es entsprechend später dann gezündet wird. Jetzt auch hier mit entsprechenden Step Delays. Hier habe ich also alle Infos, die ich brauche, und das kann ich jetzt entsprechend filtern. Filter. Ich kann entweder filtern nach Geräten oder nach Positionen. In dem Fall filtere ich mal nach Positionen. Jetzt wird das Ganze ein bisschen kürzer, denn ich sehe momentan nur Bomben links. Ich kann mir auch
Bombenmitte anzeigen lassen oder halt Bühne links oder eine G-Flame, was auch immer. Das war jetzt in dem Fall hier eine alphabetische Anordnung, deswegen fängt es jetzt hier gerade an. Wenn ich stattdessen filtere nach Geräten, dann ist das Ganze jetzt nach Gerätenummern. Da wäre jetzt das Gerät Nummer 1 eben eine G-Flame. Das heißt, hier sehen wir jetzt sämtliche G-Flame-Cues aus der Show. Ja, und diese Listen hier, die kann ich mir ausdrucken. Gibt es also hier sehr einfach die Position drucken und dann Liste. Dazu muss allerdings auch ein entsprechender Drucker eingerichtet sein. Das ist was, was ich persönlich sehr gerne mache, einfach damit man es dann auf dem Abrennplatz dabei hat, dass man vor Ort auch nochmal in Papierform nachgucken kann, wenn zum Beispiel irgendwie ein Output leer bleibt, dass ich sehen kann, was sollte denn da eigentlich mal drauf sein, dementsprechend dann schneller Fehler finden kann. Meistens ist es sogar so, dass wir diese Sachen hier teilweise sogar in Plastikfolie einschweißen oder zumindest in solche Folienhüllen reintun. Und dann kleben wir das bei den Empfängern, speziell beim Großfeuerwerk, wenn wir Empfänger mit Tagesbox dabei haben, einfach in den Deckel von der Tagesbox rein. Das heißt, jeder, der anschließt, der kann entsprechend dann auch sehen, was schließe ich denn da gerade für einen Effekt an. Ist es auch alles richtig so, wie ich es gerade mache? Es gibt allerdings noch eine zweite Geschichte, die ist noch wesentlich praktischer. Nämlich, ich kann nicht nur eine Listenansicht ausdrucken, sondern ich kann auch Etiketten ausdrucken. Und dazu brauche ich einen speziellen Etikettendrucker und das zeige ich euch Ich jetzt. möchte jetzt nicht alle Etiketten ausdrucken. Ich drucke einfach mal nur diese zwei hier aus. Wir gehen wieder auf Drucken, in dem Fall jetzt Etiketten und zwar nur die Auswahl, diese zwei Stück. Und dann werden mir jetzt hier zwei Effektetiketten ausgedruckt. In dem Fall jetzt hier zum Beispiel der Zündkanal 8 mit 0,2 Sekunden Step Delay. Auf dem Gerät 12 der zweite Output. Das Ganze ist ein Crackling-Komet in der Farbe Orange, der im 45-Grad-Winkel nach links abgeschossen wird. Was macht man jetzt mit diesen Etiketten? Wir nehmen uns einen Zünder und mein Tipp wäre, macht euch hier in den Zünderdraht einen kleinen Knoten rein. Dann setzt ihr hinter dem Knoten das Etikett da drauf und zwar genau mittig. Klappt das Ganze sauber um. So, ja, und jetzt sehe ich hier also wunderbar alle Infos, die ich brauche. Ans Ende kommen die Schnelldruckklemmen dran. Und der Grund, warum ich diesen Knoten gemacht habe, ist, wenn die irgendjemand auseinanderzieht, dass es eben nicht passiert, dass man hierbei den Aufkleber wieder abzieht. Ja, und dann kann ich eben zum Schluss entsprechend gucken. Ich muss jetzt hier in dem Fall auf den Output 1 beim Gerät 12, das ist ja mal einfach, steckt das Ganze hier auf. Deswegen übrigens auch wichtig, dass man hier die Aufkleber nicht direkt hier hinklebt, weil sonst habe ich hier einfach wahnsinnig viele Aufkleber auf einer Stelle, sondern wenn die mal so 10 cm weiter weg sind, geht es einfach leichter, dass man das Ganze besser sehen, besser sortieren kann. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Jetzt kommen wir noch zur Programmierung von den Sender und den Empfängern. Wie man den Audioempfänger programmiert, das zeige ich im Video zum Audioempfänger. Insofern werde ich das jetzt nicht machen. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr ganz normale Empfänger bzw. G-Flames programmiert. Ich würde euch gerne einmal kurz hier das Modem zeigen. Standard BNC-Anschluss, Standard Galaxis Antenne, hier hinten dran USB Typ B, Adapterkabel auf USB Typ A und hier noch eine LED, die euch zeigt, ob ihr gerade am Strom seid, beziehungsweise ob ihr sendet oder empfangt. Das ist eigentlich auch schon alles, was man hardwaremäßig dazu wissen muss. Wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. So, das Modem ist angeschlossen und es gibt jetzt hier bei Extras unter Optionen auch nochmal das PFM, also das Pyrofunkmodem. Und da sehe ich jetzt hier gerade auch, auf welchem Anlagencode das Modem im Moment sendet, beziehungsweise auf welche Sprache es spricht. Das sehe ich auch, in welcher Frequenz, also in welchem Funkkanal gerade gesendet wird. Und ja, ich habe auch hier die Möglichkeit, ähnlich wie ich das mit dem Sender machen kann, dass ich hier den Funkkanal von einem bestimmten PFE entsprechend ändere. Entweder mit oder ohne Rückmeldung. Bevor ich mit den Geräten kommunizieren kann, ist natürlich ganz wichtig, dass
beides auf derselben Frequenz läuft, dass die auch entsprechend angelernt werden. Wie das Ganze funktioniert, das habe ich ja schon erklärt in den Videos zu den entsprechenden Geräten. Insofern würde ich da hier jetzt für den Moment nicht drauf eingehen. Wichtig ist mir nur einfach immer noch mal kurz zu checken, stimmt hier die Codierung, stimmt hier die Frequenz, weil sonst kann ich lange suchen, wo der Fehler liegt. So, mein Modem ist wie gesagt dran. Ich habe Frequenz und Codierung gecheckt und jetzt gehe ich hier auf den Button PFM Advanced und hier gibt es jetzt PFE Advanced und G-Flame Fernzugriff. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit, auf verschiedene Geräte über das Modem per Funk zuzugreifen. Voraussetzt natürlich, sie sind angeschaltet und Frequenz und Codierung stimmen. Momentan hier grün markiert das Gerät 1. Das ist übrigens eine G-Flame in Gefahrenzone A auf der Position G-Flame 1. Und wir sehen jetzt hier auch komplett, auf welchen Cues es eine Programmierung, in dem Fall von welcher Dauer, gibt. Auch wenn hier teilweise Step-Delays verbaut sind, sehe ich das. Und ganz interessante Information hier unten. Ich sehe, die Gesamtflammendauer liegt bei 1,6 Sekunden, sprich 16 Events sind es in dem Fall, von 0,1 Sekunde. Das würde jetzt bedeuten, dass ich 20 Gramm bzw. 37 Milliliter Gas brauche bei einer XXL-Düse, wenn es ungefähr 20 Grad hat. Oder 0,08 Kilo Gas brauche mit einer Gasflasche bzw. mit 4 Gaskartuschen und Power Upgrade. Das ist also eine ganz interessante Geschichte, dass ich hier sehen kann, wie viel Gas ich wirklich brauche. Dementsprechend habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel auch wenn ich mit angebrochenen Kartuschen arbeite, dass ich die vorher auf die Waage stelle und dann entsprechend weiß, ob da noch genügend Gas drin ist für meine jeweilige Show. Ja, die Geräte könnte ich jetzt hier einzeln programmieren, beziehungsweise auch fernabfragen etc. Und wie das Ganze bei G-Flames funktioniert, das habe ich auch schon im G-Flame-Video gezeigt. Insofern würde ich da jetzt hier nicht sonderlich genau drauf eingehen, sondern stattdessen wenden wir uns mal hier den Geräten ab 6 zu, ab 6 aufwärts. Das sind nämlich dann ja zum Beispiel PFE Advanced. Das heißt zum Beispiel, das sind alles PFE Advanced außer dem letzten. Das ist ja der Audio, beziehungsweise der vorletzte. Der Audio ist ja ein Profi-Gerät, den kann ich dementsprechend nicht fernprogrammieren, weil er ja nicht bidirektional ist. Aber die anderen Geräte, da kann ich das machen. Und das würde ich jetzt hier zum Beispiel mal mit dem Gerät 7 als Beispiel machen. Das Gerät 7, das hat genau zwei programmierte Outputs, nämlich beide auf dem Q2 zeitgleich gezündet. Zunächst einmal machen wir jetzt hier so eine allgemeine Statusinformation. Ich drücke da einmal drauf und jetzt dauert es einen kurzen Moment, wo die Geräte miteinander kommunizieren. Und dann kriege ich hier auch eine Rückmeldung. Da ist sie. Das Gerät 7 ist momentan in der Betriebsart Matrix 100 Outputs, dementsprechend geht ja gar nicht anders, die Masse muss einzeln geschaltet sein. Die Software für eine Step-Funktion ist bei diesem Gerät installiert. Grenzwiderstand 30 Ohm, also von 0 bis 30 Ohm wird er mir sagen, alles okay. Bis 100 Ohm kann das Gerät messen, aber das heißt über 31, also über 30 Ohm, sprich ab 31, wird mir das Gerät sagen, da ist irgendwo ein Fehler drin. Es ist ein PFE Advanced mit 10 Outputs. Er ist momentan in der Gefahrenzone A und diese Gefahrenzone ist aktuell auch aktiv. Temperatur im Gerät 21 Grad. Luftfeuchte bei diesem Gerät aktuell überschritten. Temperatursicherungen sind alle 4 okay und es ist Highspeed programmierfähig. Das heißt, es hat ein entsprechendes Software-Update bereits bekommen, ab dem das Ganze funktioniert. Der Akku ist voll geladen. Akkuleistung ist auch noch gut, also der Akku ist relativ neu, es gab noch nie eine Tiefentladung und die Reichweite hin und auch zurück ist super. Ansonsten gibt es hier momentan eine relativ geringe Ruhefeldstärke, um nicht zu sagen gar keine. Es gibt keine Funkstörungen, aber ganz interessant hier die programmierten Outputs. Da kann er momentan, also es gibt keine programmierten Outputs, weil ja noch nichts programmiert wurde auf dem Gerät, das muss ich jetzt erst machen. Er kann mir aber auch nicht sagen, ob er da irgendwelche Durchgänge hat auf den Outputs, denn ihm fehlt die Kalibrierung momentan hier noch. Ich könnte jetzt hier auf entsprechende 10er-Gruppen auch draufklicken. Sowas ähnliches habe ich ja schon mal auch gezeigt beim Video zum Sender oder bei der allgemeinen Einführung in die Advanced-Serie. Allerdings geht das hier momentan nicht gesperrt, weil eben die Kalibrierung fehlt. Hier kann ich aktualisieren oder eben hochspringen zum nächsten höheren oder nächst niedrigeren Gerät. Ich kann auch die Betriebsart wechseln, dass er statt 100 Kanal Matrix auf 10 Kanal geht. Ich kann das Fenster schließen oder
Ja, Fenster schließen und Outputs bzw. Programmproben mit Fehlern wählen, da würde er mir jetzt dann speziell alles das zeigen, was irgendwie ihm Probleme bereitet. Für den Moment reichen mir diese Infos und jetzt hätte ich hier noch die Möglichkeit, eine alte Programmierung aus dem Gerät rauszulöschen. Das können wir mal machen. Sind Sie sicher, dass Sie die Programmierung vom Empfänger 7 löschen möchten? Ja, ich möchte die alte Programmierung loswerden. So, fertig. Hier übrigens in der Logliste sagt er hier auch Gerät 7, PFE Advanced, Speicher gelöscht. Ich könnte das Gerät hier auch fernabschalten. Ich könnte auch die Gefahrenzone entsprechend von dem Gerät ändern. Momentan ist die Gefahrenzone A programmiert. Ich könnte jetzt aber auch eine entsprechend andere Gefahrenzone reinprogrammieren. Was ich jetzt hier für den Moment machen möchte, ist, ich möchte das Ganze fernprogrammieren. Jetzt machen wir das mal. Ich gehe auf Fernprogrammieren normal. Er sagt mir hier, das Gerät 7 wird programmiert. So, und jetzt sagt er mir hier, Gerät 7 richtig programmiert. Man sieht auch hier jetzt Status. Hier sind ebenfalls zwei Häkchen dazugekommen. Also diese beiden Queues hier hat er, beziehungsweise diese beiden Outputs hat er jetzt neu programmiert. Die anderen wurden jetzt hier beim Fernprogrammieren normal nicht überschrieben. Das heißt, wenn jetzt hier noch eine alte Programmierung drin war und ich die vorher nicht gelöscht habe, was ich ja übrigens gemacht habe, falls ihr euch erinnert, dann wäre die jetzt auch weiterhin noch drin und würde eventuell später zu Fehlermeldungen führen. In dem Fall aber kein Problem. Anders ist es übrigens, wenn ich Highspeed programmiere, dann werden grundsätzlich alle Outputs des Empfängers komplett überschrieben, beziehungsweise bei einer G-Flame werden dann auch wirklich alle 1000 Zündcues, die zur Verfügung stehen, entsprechend überschrieben. Gut, damit habe ich jetzt gezeigt, wie man einen Empfänger mit dem Modem fernprogrammiert. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch, den Empfänger Nummer 7 abzuschalten. Und jetzt sagt er mir hier, Gerät 7 wurde ausgeschaltet. Auch noch eine ganz interessante Geschichte übrigens, die Stapelverarbeitung. Ich habe hier momentan ja immer nur ein bestimmtes Gerät ausgewählt. Ich könnte theoretisch gesehen auch sagen, ich möchte jetzt alle 5 G-Flames auswählen. Dazu klicke ich dann hier unten rein, dass hier diese Häkchen angehen. Dann habe ich die Möglichkeit, hier unten bei Stapelprogrammierung eben mehrere Geräte nacheinander entweder normal fernzuprogrammieren oder Highspeed fernzuprogrammieren oder auszuschalten etc. Läuft dann also so, dass ich hier quasi mehrere Geräte am Stück mache und jedes Gerät einzeln entsprechend anwählen muss und einzeln programmieren muss, spart ein bisschen Zeit. Ja, das war das Thema Programmierung von G-Flames bzw. Empfängern. Jetzt zeige ich euch noch, wie man einen Sender programmiert. Die Übertragung vom Skript vom Rechner auf den Sender erfolgt über USB. Und je nachdem, ob ich jetzt einen Black Edition oder einen normalen PFC Advanced nehme, brauche ich ein unterschiedliches Kabel. Für den normalen brauche ich USB Typ A auf USB Typ B. Und für den Black Edition, der ja wasserdicht ist, habe ich auf der einen Seite normales USB und auf der anderen Seite einen speziellen LEMO-Stecker. Ist nicht der Standard-LEMO-Stecker, sondern eine andere Version innen drin, also hat hier 4 Pins. Und damit kann ich eben dann das Ganze übertragen in den Black Edition. Das zeige ich euch jetzt, wie es funktioniert. Wir machen das Ganze mal nicht mit dem Black Edition, sondern hier mit diesem Sender. Das eine Ende kommt logischerweise in den Laptop und das andere Ende hier seitlich in den USB-Anschluss. Jetzt schalten wir das Gerät an und gehen auf den automatischen Zündmodus. Hier gibt es jetzt den Punkt USB-Übertragung und er fragt mich, möchtest du das alte Programm überschreiben, ja oder nein? Ja, anders funktioniert es nicht. Jetzt sagt er, bitte stellen Sie die Verbindung, die Kabelverbindung zum PC her und starten Sie dort die Datenübertragung. Das mit der Datenübertragung schauen wir uns jetzt hier an. Ich gehe wieder auf Skript. Da gibt es hier ganz unten Skript übertragen zum PFC Advanced. Wahlweise über RS-232 oder über USB. Ich möchte das Ganze jetzt über USB machen. Und er sagt mir zunächst einmal, bitte speichern Sie das Skript vor der Übertragung zum PFC Advanced. Das macht auch durchaus Sinn, wenn man das nicht gemacht hat. Könnte da mal manchmal sein, dass das Gerät abstürzt.
Sollte nicht passieren, aber sicher ist sicher. Einfach weil hier ein Windows-Gerät mit einem Nicht-Windows-Gerät kommunizieren muss. Rein zur Sicherheit möchte er einfach, dass ich mein Skript vorher speichere. Das mache ich jetzt nochmal. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Skript übertragen zum PFC Advanced über USB. So, der Sender ist ja an, die Verbindung steht und jetzt gibt es hier entweder Start bis Softwareversion 2.689 oder 6b9, hat kein Mensch mehr so ziemlich, für euch eigentlich zu 99% wird diese Version sein, nämlich Start ab Version 2.6c1. Start. Er piepst einmal und zeigt jetzt, dass er am Arbeiten ist. Manchmal gibt es bei diesen Klickertönen, die ihr hört, so kurze Aussetzer. Wenn das passiert, nicht nervös werden. Das heißt nicht, dass die Übertragung fehlerhaft war. Das heißt einfach, dass es sich da einmal verschluckt hat bei der Soundausgabe, aber richtig übertragen hat auf jeden Fall. Ja, jetzt hat man es gerade gehört, da war so ein kurzer Aussetzer. So, jetzt sagt er mir hier, alle Daten richtig übertragen und am Bildschirm vom PFC sagt er mir, die Daten wurden erfolgreich übertragen und der Speicher und im Speicher des PFC Advanced abgelegt. Ich klicke hier bzw. drücke beim Sender auf OK, kann anschließend das Gerät abschalten und hier drücke ich ebenfalls auf OK. Jetzt habe ich also mein Skript auch in den Sender übertragen. Und ich persönlich bin ein bisschen ein Feigling bei sowas, bevor bei uns entsprechend Geräte rausgehen auf den Job. Nach Möglichkeit stelle ich alle Geräte nochmal ohne angeschlossene Effekte nebeneinander. Die G-Flames muss ich natürlich dafür auslassen, sonst schießen die mir. Und dann lasse ich die Show einmal komplett durchlaufen, höre mir die Musik dazu an, gucke, ob alle Geräte reagieren, ob alles wirklich komplett richtig übertragen wurde. Anschließend wird alles abgeschaltet und dann geht's raus auf den Job. Eigentlich wären wir jetzt schon am Ende des Videos. Mir ist allerdings gerade noch eine Kleinigkeit eingefallen, die ich vergessen habe, die ich ja noch zeigen wollte, nämlich hier der Music Scan Modus. Den hatte ich zwar vorhin gesagt, den lassen wir jetzt mal weg, aber eigentlich finde ich, er ist doch wichtig genug, um ihn vielleicht nochmal zu zeigen. Ich suche mir hier einfach irgendwie eine kleine Stelle, wo ich mal das Ganze einbauen möchte. Music Scan Modus heißt, ich drücke oder ich lasse die Musik laufen und dann drücke ich währenddessen Shift und gleichzeitig Leertaste. Immer wenn ich das mache und die Leertaste drücke, dann führt das dazu, dass ein sozusagen leerer Cue geschrieben wird. Ich mache das mal. Ich lasse mal laufen und drücke dabei ein paar Mal auf Shift. So, ich denke mal, man hat ganz gut gesehen, was passiert ist. Vielleicht hat man auch gehört, wie ich die Shift-Taste recht lautstark gedrückt habe. Immer wenn ich Shift gedrückt habe, dann wurde hier ein Cue gesetzt, der heißt Music Scan. Dieser Cue Music Scan, das ist letztendlich hier ein Produkt sozusagen auch aus der Datenbank, was immer fest eingespeichert auf der Datenbankposition 1 ist. Und jetzt kann ich damit also sozusagen, ja, während die Musik läuft, einfach sagen, und hier, und hier, und hier, da passt's gut. Und an diesen Stellen halt dann dementsprechend diese Music Scan Cues setzen. Und später habe ich dann die Möglichkeit, mit Effekts ersetzen zu sagen, okay, und daraus mache ich jetzt an dieser Stelle eine G-Flame zum Beispiel. Das war also noch die Funktion Music Scan. Das noch so als kleine Hinterhergeschichte. Gut, damit haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alle wichtigen Funktionen erklärt. Bei weitem nicht alle, aber zumindest alle wichtigen. Ja, das war das Video zum Composer. Ich denke, ihr habt gemerkt, die Software ist wahnsinnig komplex, bietet extrem viele Möglichkeiten. Und da komme ich wirklich auch mit so einem Video an die Grenze der Möglichkeiten. Es ist, denke ich mal, besser als eine Bedienungsanleitung. Aber eigentlich, um Composer zu lernen, muss man ihn auf seinem PC haben, muss selber damit spielen oder noch besser eine Schulung bei uns machen. Machen wir sehr gerne, bieten wir regelmäßig an. Wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch bei uns und dann finden wir eine Möglichkeit für eine entsprechende Schulung, entweder bei euch in der Nähe oder ihr kommt zu uns.
Und ja, dann denke ich mal, kann das richtig lernen. Jetzt so im Video ist es, wie gesagt, relativ schwierig. Da kann ich aber nur ein paar Grundlagen zeigen, wie es grob funktioniert. Ja, ansonsten, ich denke mal, es ist bekannt. Wir haben diverse weitere Galaxis-Videos zu verschiedenen Produkten von Galaxis, auch zu vielen sonstigen Produkten. Findet ihr alle in der entsprechenden YouTube-Playlist bzw. in unserem YouTube-Kanal. Den könnt ihr gerne abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Bis zum nächsten Mal.